Ja, das macht wohl noch einen gewissen Sinn, Schutz vor Elementen, der dritte. Dann kann ich meinem beschworenen Pet auch noch Schutz vor Elementen geben. Hier im sechsten Grad hatten wir uns darauf geeinigt, dass nur die. Wo ist sie denn? Kling. Nee, hier bei. Blablabla. Klingbarriere viel nützt. Und im siebten Grad hatte ich da noch was? Hatte ich da irgendwas noch mitgenommen oder hatte ich nur ein drittes Pet? Ich weiß es gar nicht. Verstärkter Flammenschlag, was bringt denn der jetzt nochmal? Schießt vom Himmel herab und hüllt alle Ziele im Wirkungsbereich ein. Sie verursacht je Zauberstufe mit Maximum von 15. Die Hälfte des Schadens ist Feuerschaden und die andere Hälfte göttliche Magie. Ah ja, macht allerdings auch Schaden auf meine Verbündeten, die da drin stehen, wenn auch nur die Hälfte. Ne, das ist uncool. Kreis des Unheils, ja. Ein W8 plus 1 pro Zauberstufe. Gut, ich denke, das soll wohl heißen 1W8 pro Zauberstufe plus 1 pro Zauberstufe. Ansonsten wird es nämlich wenig Sinn ergeben, glaube ich. Hat auf Untote keine wirkliche Wirkung. Ist ja alles doof. Was war Wort des Glaubens nochmal? Betäubung. Regeneration. Regeneriert. Ja, eine Runde, das ist noch relativ lang. Pro Zauberstufe jetzt mittlerweile immerhin schon. Das sind schon 12 Runden. Das sind 2 Minuten. Naja. Oder? Nee, sind keine 2 Minuten. Ach, weiß, es tut mir leid, die Zeitberechnungssysteme mit Runde und alles. Da hatte ich immer meine Probleme damit. Ja, es wäre aber prinzipiell ein kleiner Arschretter für mich im Kampf. Na gut, ich nehme es mal mit. Wird hier runter, nee, wird hier zu meinen Heilzaubern gezogen am besten. So, und wenn es ernst wird und ich Schaden nehme, der mir nicht gefällt, mache ich die Regeneration auf mich selbst und dann ist gut. Oder halt je nachdem zum Beispiel auf mein Elementar, wenn es für den besser ist, wenn der es nötiger hat. Aber es ist sehr situationsbedingt. Naja, funktioniert aber immerhin. So, du kommst weg, du kommst weg. Das hätten wir alles. Und ein Buff fällt mir doch ein, möchte ich doch auf mich zaubern immer. Nämlich meinen tollen Weisheitsbuff. Dank dem ich doch besser schießen kann. Und das ist doch noch wichtig. So, hops, noch den Elementar beschwören. Ich will nicht ohne Pet hier rumlaufen, das ist uncool. Ich weiß, ich sehe die Spuren, das bedeutet dort hinten, dann sind die wahrscheinlich gegangen, aber. Ich kann doch schon mal jetzt hier erkunden, so lang, oder? Was ist denn das zum Beispiel Tolles? Ein kleines Portal steht hier rum. Und Türen überall. Boah, also ich glaube, der Unterberg ist verdammt groß. Was ist das für ein Riesenbau? Was gibt's hier? Vielleicht besser, wenn wir Drachen schlafen lassen. Was meinen die, Herr Boss? Au. Au. Hi, Falle. Hi, Drache. Ich habe Angst. Autsch, er hat uns gesehen. Schlafen lassen ist zu spät. Elementar, bitte, bitte tank den und lass ihn auf jeden Fall in der Klingenbarriere stehen. Der Elementar kriegt jetzt dann schon direkt Regeneration. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Nimmt der überhaupt Schaden durch die Klingenbarriere? Ich will es nur sehen. Ich will es nur gerade. Ja, scheiß die Wand an. Er nimmt's. Das ist gut zu wissen schon mal. Hier, noch mehr. Nimm mehr Schaden. Kannst nicht genug Schaden nehmen. Geht nicht. Gibt nicht genug Schaden. Muss immer mehr nehmen. Frisst der gerade Dekin auf? Ich glaube schon, oder? Dekin ist nützlich. Haha, wer hätte es gedacht? Komm, mehr Stacheln in deinen Arsch rein. Setz dich drauf. Das. Lecker, ist richtig schön. Nam, 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 nam. Komm, 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 hier rüber. Einfach hier mal durch. Hier ist ein riesengroßer Pulk. Autsch, hat weniger Schaden. Hallo. Ich bin dann doch mal stehen geblieben. Hat weniger Schaden gemacht, als ich angenommen hätte. Okay, aber den schaffen wir. Das ist schaffbar. Wenn ich uns vollbuffe, funktioniert das. Das heißt, ja, ich muss genau das machen. Ich muss uns mal wieder volle Rotze bis Maximum buffen. Okay, wo waren wir? Hier waren wir. Gehe ich wieder zur Tür hin. Was habe ich denn hier aktiv? Ach so, mein Weisheitsbuff. Ja, ist ja recht so. Ist ja okay. Stelle ich uns zur Tür. Das wäre diese hier gewesen. So, hier speichern. Und dann buffe ich uns mal voll.
So ist das besser. Jetzt sind wir mal auf Anschlag gebufft, kann man sagen. Schauen wir mal, wie es diesmal aussieht. So, ich würde ihn gerne sehen können. Da ist er. Besser, wenn wir Drachen und ja. Für die gerechte Sache! Locken wir ihn mal an. Oh, diesmal haben wir ein Feuerelementar beschworen übrigens. Gleich kommt ein Zauber geflogen. Bist da ist er. Elementar, bitte komm doch zu mir und greife an. Ich glaube, ich mach schon mal... Ja, Regeneration auf mich und dann eine Klingenbarriere einfach mal so vor mich hier. Okay. Autsch. 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 Der haut etwas heftiger zu, als das schön für mich ist. Wo ist mein scheiß Elementar, verdammte Rotze? Der soll doch auch herkommen. Das ist doch nicht schön, wenn der nicht her... Och Gott, verarscht der mich hier. Elementar? Elementar? Ich kann mein Elementar nicht mehr anklicken. Mein Elementar ist auf der anderen Seite der Tür und ist deswegen verwirrt. Kann das sein? Die Tür ist im Moment verschlossen. Na herrlich. Wumms. Ja, das hat sich sehr gelohnt. Danke, liebe Tür, auf dass du Freude daran hast, dass du mein Leben beendet hast. Oder wie auch immer. Okay, diesmal schauen, dass der Elementar bei mir bleibt und mit mir durch die Tür kommt. Das ist doch Fick. Das ist wirklich Fick. Und ich meine nicht die gute Art von Fick. Komm her. Folgen. Ganz eng folgen. Komm her. Ja, komm her. Komm, 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 komm. Komm rein. Komm rein, mach nicht so. So. So, jetzt ist er drin. Jetzt ist er ganz eindeutig im Raum drin. Holen wir den Drachen bei. Pieks und seht ihr es, er hat's begriffen. Er kommt. Er geht hin und kämpft. Jetzt gibt's Klingenbarriere. Mehr Klingenbarriere. Noch mehr Klingenbarriere. Okay, den Drachen hätten wir massakriert. Jetzt tut er mir eigentlich leid. Was war denn das gerade? Och, der Arme irgendwie, oder? Was hat denn der gegeben? 3000! Geil! Oh, wie geil! Oh, wie geil! Eine Streitaxt plus 3, ein kleiner Schild plus 3. Yummy, yummy, yummy. Lauter leckeres Zeug. Ich brauche mal einen Händler. Ich brauche einen neuen unendlichen Beutel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich brauche so Gepäckreduzierungs... Ein Herdschild. Ein kleiner Schild plus 3 mit Feuerresistenz. Hübsch! Hübsche Sache. Gefällt mir. Okay. Das wär's dann. Zeig mal gerade Karte. Hier an dem kleinen Haufen, das hinten war ich. Der Drache selbst hat keine Überreste hinterlassen. Speichern hier. Und was ist das für ein Kabuff, was der jetzt bewacht hat anscheinend? Was ist denn das? Das sieht verdächtig aus. Untersuch das mal. Ah? Irgendwelche Fallen? Tatsache, ich sehe keine Fallen. Okay. So viel dazu. Okay. Abgeschossen auch noch. Und was ist das? Och, was bist denn du? Blauer Stab? Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Yummy. Ah, Feueropal. Halastas Vergrößerungsglas. Das Vergrößerungsglas ist warm und strahlt starke Magie aus. Es verbessert die Sicht jedoch nicht und scheint auch nichts zu vergrößern. Auf den ersten Blick scheint es völlig wertlos. Nun gut, man kann immerhin noch Ameisen in Brand stecken. Also es hat irgendeine besondere Eigenschaft, die man unendlich oft am Tag benutzen kann. Nur was? Gleich ausprobieren. So, wir haben noch eine Rüstung, eine tolle Brustplatte plus 3, die wird viel wert. Ist zu schwer. Bastardschwert, oh, mit eigenem Namen. Namenloses Licht, herrlich. Und noch eine tolle Sturmrüstung. Hey, eine 3 plus 3er Rüstung, wiegt nur 15, hat Feuer- und Schallresistenz und Zauberresistenz. Ey, das Ding ist lecker. Scheiß die Wand an, das Ding ist echt lecker. 3 plus 3, das ist so gut wie meine. Das bedeutet, ich ziehe die sogar an, ich habe eine neue Rüstung. Cool. Ja, mit irgendwas deckt's jetzt nicht. Ich hab's gesehen, aber ist mir gerade egal. Ich hab eh so viel Blabla noch Zeug dabei.
an Ausrüstung ist ja eigentlich wurscht, oder? Tja, jetzt bin ich aber doch schon wieder... Nee, wo ist denn? Stärke-Dingens. Tja, mit meinem Stärke-Buff zusammen hilft mir das auch nicht weiter. Jetzt bin ich schon wieder so überladen. Na super, ich kann nur noch schleichen. Ich bräuchte dringend so eine Tasche, glaube ich, ganz ehrlich. Oder in die Stadt muss ich dringend mal zurück. Hey, er hat doch Überreste hinterlassen, dachte ich mir doch. Das kam mir schon komisch vor. Ja gut, Drachenblut natürlich, ist klar irgendwo, ne? Und eine Heilertasche plus 10, warum nicht? Ja. Tja, dann fängt schon gut an. Dann mache ich folgendes. Ich laufe jetzt offscreen bis dort oben zum Ausgang wieder zurück. Lass mich wieder hochfahren und gehe dann zum nächstbesten Händler. Ich glaube, die weiße Tessa oder wie sie hieß, war das denn. Und verkauf schon mal den ersten Müll, damit wir wieder Geld haben. Wenn irgendwas passiert, nehme ich zwischendurch auf.